Bitte geben Sie Ihre Koordinaten ein. 57 Jahre in die Zukunft. 1055 Kilometer Nordost. Wissensreisende. Willkommen, liebe Mitreisende, bei uns in unserem Raumzeitschiff. Hier sind wieder Jan und Chris. Und wir melden uns als eure Wissensreisenden wie immer diese Woche zurück, um euch spannende, interessante und skurrile Geschichten zu erzählen. Die wir so. Präzise eine? Naja, stimmt. Heute? Es ist eigentlich nur eine, aber die haben wir trotzdem auf unseren Reisen mit unserem Raumzeitschiff recherchiert und uns angeguckt, um das Beste für euch da rauszupicken. Aber bevor ich jetzt rübergebe zu Chris, muss ich noch sagen, wir haben euch gehört. Und wir versprechen hiermit, nachdem man uns moderne Folter vorgeworfen hat, hoch und heilig, dass wir unsere Geschichten auch wirklich komplett zu Ende erzählen und nicht mehr auf zwei Folgen aufteilen. Und wenn einer dann ein Thema hat, das zu oder das eigentlich lang genug für zwei Folgen gewesen wäre, hat er Pech gehabt, muss er halt mehr recherchieren. Genau, und das musste ich für heute auch. Und dementsprechend holt euch einen Kaffee, dauert ein bisschen. Okay, dann leg ich mal los. Prima. Für unsere heutige Geschichte brauchen wir erstmal ein paar Hintergrundinformationen, um zu verstehen, in was für einer Welt wir uns eigentlich da gerade bewegen. Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir den US-amerikanischen Präsidenten Eisenhower und er sitzt an seinem Schreibtisch im Oval Office im Weißen Haus. Und es ist der 15. Februar 1954 und Eisenhower unterschreibt gerade ein Abkommen mit Kanada. Gegenstand dieses Abkommens ist die Errichtung der Dew Line. Das steht für Distant Early Warning Line. Die Dew Line war eine Kette von Radarstationen entlang der US-amerikanischen und kanadischen Arktis. Mhm. Sie wurde zu Beginn der 1950er Jahre von US-amerikanischen Wissenschaftlern mit kanadischer Unterstützung entwickelt und zwischen 1955 und 1957 errichtet. Wozu braucht man diese Linie? Nun ja, wir sind im Kalten Krieg, auch noch recht früh im Kalten Krieg. Die UdSSR hat inzwischen erfolgreich eine eigene Atombombe entwickelt und auch getestet. Und nun fühlen sich die USA und auch Kanada durch die Russen bedroht. Mhm. Die Interkontinentalrakete gibt es noch nicht. Und somit ist der kürzeste Weg für die Bomber der UdSSR die Route über den Nordpol. Ah, klar. Und um eine Chance zu haben, auf einen Atombomberangriff zu reagieren, ist es zwingend nötig, irgendeine Form von Frühwarnsystem zu installieren. Nach einigen wissenschaftlichen Vorarbeiten wird bestimmt, dass die Dew Line sich grob am 69. nördlichen Breitengrad orientieren wird. Das ist ganz schön weit nördlich, nämlich schon etwa 320 Kilometer oberhalb des Polarkreises. Ich stell mir gerade vor, ich bin gerade zurückversetzt an unsere Folge aus Finnland vom Molotow-Cocktail und ich dachte mir, haben die da auch jetzt wieder Leute, die einfach das Telefon benutzen und zwischendurch den Himmel beobachten, um zu gucken, wann ein Bomber kommt? Ja, das wird in dem Fall etwas schwierig, weil da oben wohnt einfach keiner. Und es ist auch, glaube ich, auch einfach mehr Fläche, also mehr Länge. Die Linie ist etwas länger als in Finnland. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ja, diese Dew Line soll die nördlichste von drei Linien von Warnsystemen werden. Die mittlere wird Mid-Canada Line heißen und die südliche den Namen Pine Tree Line bekommen. Pine Tree läuft grob auf der Grenze zwischen den USA und Kanada. Mhm. Und Mid-Canada, wie der Name schon sagt, läuft so ziemlich mitten durch Kanada. Die Dew Line ist nicht nur die nördlichste, sondern auch die längste der Linien. Sie beginnt in Nordwest-Alaska und sie reicht bis zu Baffin Island, das ist vor Grönland. Oh. Okay. Das sind fast 10.000 Kilometer Strecke. Wahnsinn. Und sie haben ausgerechnet, dass sie diese Strecke mit 63 Stationen abdecken können. Mhm. Als ob das noch nicht schwierig genug wäre, wird jetzt auch noch ein festes Datum bis zur Fertigstellung gesetzt. Und das ist der 31. Juli 1957. Damit bleiben gerade einmal zwei kurze arktische Sommer, zusammen also etwa 6 Monate, um die komplette Operation durchzuführen. Oh, wow. Das ist nicht viel. Das ist wirklich, wirklich nicht viel, weil alleine überhaupt erstmal 63 solche Radarstationen zu bauen in einem halben Jahr ist an sich, wenn du das bei dir um die Ecke machst, schon so ein Ding von, ja, denkst du, gut, kriege ich prima hin, läuft, kann ich vielleicht sogar ein kleines bisschen schneller machen. 63 ist nur die Multiplikation, aber machst du das Ganze wirklich in Schnee und Eis, sieht die ganze Nummer ganz anders aus. Mhm. Die Aufgaben wurden jetzt recht schnell verteilt. Die USA erklärten sich bereit, die Kosten für das Projekt zu übernehmen. Kanada sollte dafür den Großteil der benötigten Arbeitskräfte stellen. Mhm. In der Summe
wird das Projekt rund 25.000 Menschen beschäftigen. Wow. Wow. Um überhaupt eine Chance zu haben, muss zunächst erstmal eine Infrastruktur aufgebaut werden. Und es werden natürlich nagelneue Werkzeuge, Technologien und Maschinen und natürlich auch alle möglichen Fahrzeuge gebraucht, um diesem logistischen Albtraum zu begegnen. Mhm. Die Entwicklung der Fahrzeugflotte wurde von Western Electric und Alaska Freight Lines übernommen. Und diese wurden dabei von der TRADCOM unterstützt. Die TRADCOM war die United States Army Transport Research and Development Command. Ja, also war das Forschungs- und Entwicklungskommando für Fahrzeuge der US-Armee. Mhm. Die Menge des zu transportierenden Materials wird sich letztendlich auf über 410.000 Tonnen belaufen. Oh mein Gott. Ja, also nochmal das Ding, wir müssen nochmal denken, wir haben diese 6 Monate, wir sind in der Arktis und wir müssen 410.000 Tonnen Material bewegen. Das ist wirklich, wirklich viel. Ja. Hast du es mal umgerechnet bei dem typischen 40-Tonner mit seinen, keine Ahnung, was er so, 24 Tonnen Ladung? Ja. Ne? Dann weißt du, wie viel das ungefähr sind. Also das sind schon verdammt viele LKWs, die du da mal eben schnell durch die Gegend schicken musst. Richtig, und dann bist du aber bei der Tatsache von, jetzt nimm mal einen normalen LKW, gerade einen aus den 50ern, und dann fahr damit mal in die Arktis. Ja, viel Spaß. Ja, damit hört das Ganze wieder. Ja, du kommst auch gar nicht erst an. Du kommst gar nicht erst hin. Dass man gerade hier mit dieser fürchterlich knappen Zeit Hilfe aus der Privatwirtschaft braucht, ist recht schnell klar und liegt doch auf der Hand. Und dabei liegt das Spotlight recht schnell auf einer Firma mit dem Namen Litono Technologies Incorporated. Mhm. Dieses Unternehmen und vor allen Dingen der geniale Kopf an der Spitze ist ganz wichtig für diese Geschichte. Und deswegen gucken wir uns den jetzt erstmal genauer an. Okay. Robert Gilmore Litono wurde am 30. November 1888 geboren. Und zwar in Richford im US-Bundesstaat Vermont. Litono hatte einen recht spannenden Lebenslauf. Okay. Er hat 1902 mit 14 die Schule verlassen und hat in Portland, Oregon eine Lehre als Metallarbeiter begonnen. Hier lernte er das Metallgießen und auch das Drehen von Metall. Er hat in diesen Jahren auch Mechanik im Selbststudium erlernt. Dafür nutzte er die Unterlagen einer Fernuniversität, die er geschenkt bekommen hatte. Prüfungen oder Aufgaben hat er jedoch nie gemacht. Später zog er dann nach San Francisco. Ein Unternehmer, der eine Gießerei betrieb, war auf den cleveren jungen Mann aufmerksam geworden und hatte ihn im Endeffekt eingeladen, für ihn zu arbeiten. Und da das Wetter in Kalifornien viel schöner ist und da auch das Land der goldenen Möglichkeiten damals schon war, hat er sich gedacht, gut, fahre ich hin. Und dort hat er dann auch bis 1906 gearbeitet. 1906 hat sich die ganze Sache geändert, denn was war 1906? Das große Erdbeben von San Francisco. Ach, ja. Mit dem anschließenden Feuer von San Francisco, was effektiv die komplette Stadt zerlegt hat. Und jetzt wurde es plötzlich schwer, dort Arbeit zu finden. Schließlich ging seine berufliche Karriere dann erstmal in einem Kraftwerk weiter. Und auch hier lernte er wieder was Neues, nämlich Schweißen. Ah. In den nächsten 3 Jahren machte er dann alle möglichen Jobs. Darunter waren Holzfäller, Schreiner, Maurer, Hilfsarbeiter auf einer Farm, Bergmann und auch noch ein paar Sachen mehr. Aber das sind die Sachen, die er wirklich so weit gemacht hat, dass er davon noch ein bisschen Kenne gekriegt hat. Im Endeffekt, alles, was er finden konnte, musste er machen. Aber da er generell recht clever war, konnte er sehr, sehr viel aufschnappen und mitnehmen für sein späteres Leben. 1909 machte er dann nochmal ein Fernstudium, dieses Mal in Automobiltechnik. Aha. Danach gab er sich den Titel Bachelor of Motorcycles. Und als seine Abschlussprüfung zerlegte er sein komplett neues Motorrad vollständig und baute es am selben Tag auch funktionstüchtig wieder zusammen. Ich habe gerade so in einem Halbsatz gesagt, er gab sich den Titel. Was er nämlich nicht gemacht hat, ist nur eine Abschlussprüfung. Beziehungsweise er hat seine eigene gemacht, aber halt keine anerkannte. Als nächstes nahm er am Bau einer Flussbrücke teil und dann kam die Mitarbeit beim Bau eines Wolkenkratzers. 1911 war es dann soweit und er gründete zusammen mit einem Partner eine Automobilwerkstatt. Er verweigerte den Militärdienst im Ersten Weltkrieg aufgrund einer Halsverletzung, die er sich beim Autorennen zugezogen hatte. Statt an der Front zu kämpfen, arbeitete er in diesen Jahren in einer Werft in Vallejo, Kalifornien und konnte dort nicht nur seine Schweißkunst verbessern, sondern auch erste Erfahrungen mit Elektrotechnik sammeln. 1917 heiratete er die Tochter eines Wagenbauers. Als er nach dem Krieg nach San Francisco zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Geschäftspartner die gemeinsame Kfz-Firma an die Wand gefahren hatte, abgehauen ist und unter seinen Schulden sitzen gelassen hat. Während er versuchte, Geld zu verdienen, um die Schulden loszuwerden, bekam er einen Auftrag, ein Holt-Raupenfahrzeug zu reparieren.
nachdem er das hervorragend gemacht hatte, wurde er vom Besitzer der Raupe angestellt, um mit der Raupe eine Fläche von etwa 160.000 Quadratmetern zu planieren. Er war von dieser Aufgabe fasziniert. Es hat ihm mega Spaß gemacht und es hat ihn vor allen Dingen halt sehr inspiriert, diese Kraft von diesen Baumaschinen zu spüren und zu gucken, was man damit alles machen kann, einfach Erde zu bewegen. Mhm. Und im Januar 1920 hat er sich dann seine erste eigene Baumaschine gekauft, um sich damit im Baugewerbe selbstständig zu machen. Seine ersten zwei Maschinen waren ein Traktor, den er sich gekauft hat, und ein Schrapper bzw. Schürfwagen. Ein Schürfwagen ist ein Gerät zum schichtweisen Abtragen, Transportieren und Aufschütten von Erdreich. Mhm. Also eine Gerätschaft, um glatte, gerade Flächen zu erschaffen. Im Mai 1921 kaufte er ein Stück Land in Stockton. Hier baute er eine Wartungs- und Reparaturwerkstatt für Baumaschinen auf. Und schon bald danach begann er, eigene Baumaschinen zu entwickeln. Sowohl mit dem Baugewerbe als auch mit der Konstruktion wurde Letourneau jetzt langsam echt richtig erfolgreich. Insbesondere die Idee, seine beiden ersten Maschinen, den Traktor und den Schrapper, zu einem einzigen Gerät zu kombinieren, war ein Geniestreich. Und somit wurde der Schürfzug entwickelt. Das ist so ein Gerät, das kennt man von Baustellen. Das ist das Gerät, was den Knick in der Mitte hat. Wo in der Mitte des Gerätes ein Knick ist, darunter hast du so ein Schiebeschild, mhm, und nochmal hinten die Möglichkeit, Material drin zu transportieren. Das hat er damals entwickelt und das wird bis heute auf Baustellen in der ganzen Welt benutzt. Im Endeffekt natürlich in zukünftigen Varianten, aber im Endeffekt genau diese Basis, wo er einfach gesagt hat, ich schneide jetzt mal die Hälfte von meinem Traktor ab und baue das an den Anhänger, hat eben eine Menge gebracht. Cool. Letourneau übernimmt inzwischen auch Großprojekte, so zum Beispiel den Boulder Highway. Das ist der in Nevada halt von dem letzten Außenposten der Zivilisation zur Baustelle des Hoover-Damms führt. 1929 gründet er eine neue Firma, nämlich die R.G. Letourneau Incorporated. 1933 zieht er sich aus dem Baugewerbe zurück und konzentriert sich ausschließlich auf den Fahrzeugbau für Baustellenfahrzeuge, insbesondere Erdbeweger. Das hat ihn nicht losgelassen. Mhm. Bis 1945 kommen dann Zweigwerke dazu. Und zwar eins in Illinois, eins in Georgia, eins in Mississippi, eins in Texas und dann sogar eins in Australien. Oh, wow. Ja, also das, was er gemacht hat, muss sehr erfolgreich gewesen sein. Seine Maschinen waren super beliebt und im Endeffekt dann auch recht schnell in ziemlich vielen Teilen der Welt zu sehen. 1953 kam dann ein Schritt, den Außenstehende nicht sofort verstanden. Letourneau verkaufte sein Unternehmen an die Westinghouse Airbrake Company. Das war eine von den Firmen von George Westinghouse, dem berühmten Erfinder, dem Konkurrenten von Edison. Und mit diesem Verkauf unterwarf er sich auch einem Wettbewerbsverbot. In den nächsten 5 Jahren darf er keine Baumaschinen bauen. Letourneau hat aber jetzt gerade auch ganz andere Ideen, die er jetzt umsetzen möchte. Insbesondere ist er von einer Technologie absolut fasziniert, nämlich dem dieselelektrischen Antrieb. Und wenn er diese vielleicht auch schon mal vorher kannte, war der Moment, wo er wirklich gesehen hat, Moment mal, da geht was mit der Technologie. 1939, in dem Jahr, wurde der faszinierten Öffentlichkeit nämlich der Antarctic Snowcruiser vorgestellt. Genau, an den habe ich auch gerade gedacht. Wo habe ich nur schon mal von dem gehört? In der Folge 3 dieses Podcasts, ah, die ich euch sehr empfehle. Und ihr solltet euch die anhören, müsst ihr aber nicht zwingend zum Verständnis dieser Folge. Schönes Gerät, da kann man Spaß mit haben. Ich sag nur Slicks. Richtig. Während der Snowcruiser ja so ganz eigene Probleme hatte, wie zum Beispiel die nicht ganz gut ausgewählten Räder, war grundsätzlich das Antriebskonzept jedoch ein sehr gutes. Gerade für schwere Baumaschinen bietet sich das an. Warum ist recht schnell klar? Bei dieser Art des Antriebs hast du in den Radnaben sitzende Elektromotoren und dafür fallen das Motorgetriebe, Differentialgetriebe, Kraftschäfte, also jede Menge mechanisches Material weg. Dadurch sparst du Gewicht. Dadurch sparst du Platz und du hast unglaublich viel weniger Verschleißteile, weil du einfach weniger bewegende Teile verbaust. Die Energie für die Elektromotoren wird dabei meistens von einem Dieselgenerator erzeugt. Mhm. Und das Schöne dabei ist, den kannst du an einer beliebigen Stelle des Fahrzeugs verbauen. Der muss nicht in irgendeiner Form in einer Linie mit den Rädern liegen oder ähnliches. Letourneau erfindet jetzt einige spannende Maschinen. Schon 1954 entwickelt er das erste Jack-Up Rig für die Ölindustrie. Jack-Up-Rig? Ja, das ist eine sogenannte Hubinsel. Das muss man sich so vorstellen, das ist eine mobile Plattform, die auf dem Wasser schwimmen kann.
Die kannst du dann mit Hilfe von Schleppern an den gewünschten Ort bringen. Und das Ding hat so lange Stahlgerippebeine, die oben drauf stehen. Und die kannst du jetzt runterfahren. Die kannst du dann runterfahren bis auf den auf den Meeresboden. Mhm. Und kannst dann die Plattform anheben und kannst sie somit temporär aufstellen und kannst sie später auf dieselbe Art und Weise rückwärts auch wieder abbauen und woanders hinbringen. Alles klar. Ja, das Ding hat er tatsächlich erfunden. 1955, also ein Jahr später, revolutioniert er dann die Holzindustrie mit dem ersten Gerät zum Stapeln von Baumstämmen. Oh, wow. 10 Jahre später erfindet er ein weiteres Gerät, das heute absolut nicht mehr aus der globalen Wirtschaft wegzudenken ist. Es ist etwas, wo jetzt keiner so richtig dran denkt, aber gleich kommt der große Aha-Moment. Es ist nämlich der Portalstapler, mit dem jeden Tag heute Millionen von Containern in den Häfen der Welt bewegt werden und auch bei Logistikunternehmen und so weiter überall fahren. Ohne dieses Gerät kannst du im Endeffekt mit Containern nicht viel anfangen. Das ist das Teil. Die ganze Containerschifffahrt ist ohne die komplett unmöglich eigentlich. Ja, zumindest sehr viel schwerer, weil du müsstest dann von den großen Kränen, die vom Schiff das abladen, direkt auf den LKW verladen. Es würde unendlich viel langsamer sein. Und die Teile sind halt, für die, die sich das nicht vorstellen können, Geräte, die halt ja im Grunde Räder haben, rechts und links zwei Aufbauten. Obendrauf ist ein Gerüst, womit du dann einen Container greifen und hochziehen kannst unterhalb des Fahrzeuges, statt einen Stapler zu haben, der regulär ist. Und das Geniale ist, wenn du das halt eben so hochhebst, dass du über ein oder über sogar zwei Containerhöhen kommst, kannst du Container damit stapeln. Mhm. Ja, das ist auch eine Letourneau-Erfindung. Und schon im Zweiten Weltkrieg hatte Letourneau massiv Maschinen für den alliierten Kriegszug beigesteuert, nämlich etwa 70% aller alliierten Erdbeweger stammen aus seinen Werken. Wow. Und das darf man nicht unterschätzen, weil du brauchst immer Pioniereinheiten und du brauchst auf jeden Fall die Möglichkeiten, halt eben Material, Erde von A nach B zu schieben. Absolut. Ja, und das sind auch eine ganze Menge Geräte, die da gebaut wurden. Das ist nicht irgendwie 35. Auch für den Vietnamkrieg bauten seine Fabriken viele Baugeräte, darunter auch spezialisierte Geräte, die extra für diesen Krieg entwickelt worden waren, wie den Letourneau Tree Crusher. Das ist ein Gerät, mit dem man am Boden liegende Bäume so zermalmen kann, dass man direkt darauf bauen kann. Wow. Ja. 1965 bekommt Letourneau den Ehrenabschluss im Ingenieurswesen von einem Institut zugesprochen. Und zwar von dem, mit dessen Lernmaterial er so viele Jahrzehnte zuvor seine Karriere begonnen hatte. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt ist er 76 Jahre alt. Und bei der Übergabe dieses Ehrenabschlusses sagte er: Jetzt habe ich einen Abschluss. Jetzt bin ich gebildet. Ein Jahr später, 1966, übergibt er die Leitung seiner Firma an seinen Sohn Richard. Das hinderte Robert Gilmore Letourneau aber nicht an der Arbeit. Denn jeden Morgen sah man ihn weiter mit seiner kleinen Ledertasche in sein Büro gehen, sich an den Zeichentisch stellen und weiter an neuen Maschinen zu arbeiten. Das ändert sich erst im März 1969, als er einen schweren Schlaganfall erleidet, von dem er sich auch nicht mehr erholt. Er stirbt dann schließlich am 1. Juni 1969. So viel zu Letourneau als Person und so viel zu meiner wohl bisher längsten Einleitung für ein Thema. Denn wir haben jetzt ja zwei Fäden in der Hand, die noch irgendwie zusammengeführt werden müssen. Die Dew-Line? Die Dew-Line. Den Herrn Letourneau. Exakt. Und ja, ich habe ein kleines Kapitel in der Lebensgeschichte des Erfinders ausgelassen. Es gibt noch ein großes Projekt und eine Serie von großen Projekten, die er 1953 in die Realität umgesetzt hat. Und das wird ihn auch zum Projekt Dew-Line bringen. Der Hintergrund bzw. die Aufgabenstellung für sein Projekt VC12 war eine Aufgabe aus der Forstindustrie. Und das Ganze sieht so aus: Wenn man Holz aus dem Wald holen muss, steht man immer wieder vor dem Problem, dass LKWs eine vorbereitete und relativ befestigte Straße brauchen, gerade wenn du viel Holz auf einmal rausziehen möchtest. Mhm. Bei unseren Nutzwäldern, wie wir die so kennen, ist das gar kein Problem, denn die werden zum Teil schon seit Jahrhunderten bewirtschaftet und du hast einfach Forststraßen drin. Ja. Das ist gar kein Ding, das kennt man hier und deswegen denkt man auch gar nicht drüber nach. Wenn du aber irgendwo in den USA so einen Primärwald, wo noch nie ein Mensch zuvor durchgelaufen ist, abholzen möchtest, sieht die Sache ganz anders aus. Und wenn du dort den Wald ernten möchtest, musst du dir irgendwie überlegen, wie kriegst du die Bäume aus dem Wald. Und da sind die verschiedensten Sachen für gemacht worden. Die haben es versucht, mit Flaschenzügen, mit Ketten, mit Rutschen, mit allem Möglichen das rauszubewegen. Er kam aber auf eine ganz andere Idee. Und zwar entwickelte er ein großes Sechsradfahrzeug, das auf allen Rädern dieselelektrisch angetrieben wurde. Das Problem war, das Ding hat zwar super funktioniert, war aber recht unökonomisch, weil das Gerät relativ teuer war. Mhm. Seine Lösung dafür war, mehrere solcher Geräte zusammenzufassen.
Somit bekam das VC12-Projekt auch den Namen, der hinterher am Produkt stand, nämlich Turner Train, also aus Tonneau, aus Lütonneau und Train. Mhm. Der erste Wagen enthielt einen Fahrerstand und einen 500 PS Cummins VT12 Motor. Dann folgten drei Anhänger, die je 20 Tonnen tragen konnten. Jeder Wagen hatte vier Räder und alle Räder wurden entsprechend mit einem elektrischen Antrieb in der Radnabe vorangetrieben. Und das ganze Konzept hieß dann Überlandzug oder Overland Train. Nachdem ab Februar 1953 ausgiebig getestet wurde, wurde das ganze Projekt dann sogar erweitert. Nach einem Jahr war der VC12 ausgereift und jetzt hat er ja insgesamt 8 Wagensegmente, wobei jetzt der erste und der letzte Wagen einen Dieselmotor hatten. Mhm. Die Tragkraft betrug nun 140 Tonnen. Boah, schon ordentlich. Wirklich richtig, richtig ordentlich. Ja, und das ist wirklich ein revolutionäres System, weil das Ding halt einfach sehr geländegängig war. Ja, und vor allem über 100 Tonnen über nicht eine Straße transportieren, sondern irgendein unebenes Gelände, wie auch immer es gerade aussieht. Genau. Und jetzt ist der Punkt gekommen, an dem die Dewline wieder ins Spiel kommt oder die Probleme der Dewline. Weil sie sich überlegt haben, wen können wir denn fragen? Ja, wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass die ja wirklich ein böses Logistikproblem haben und noch nicht wirklich eine Idee, wie sie das Ganze lösen können. Und die Treadcom hörte vom Turner Train und lud daraufhin den Erfinder ein. Am 15. April präsentierte Lytton-Noh der Treadcom den VC12. Das Konzept überzeugte die Entscheider, aber es war auch von Anfang an klar, dass ein Fahrzeug für den Einsatz in Schnee und Eis nochmal erheblich weiterentwickelt werden müsste. Und somit bewilligte die Treadcom dann Gelder für die Entwicklung eines neuen Fahrzeuges, nämlich dem TC264 Snow Buggy. Dieses Gefährt war wieder nur ein einzelnes Gefährt, also noch kein Overland Train. Und es hatte 8 Reifen mit je 3 Metern Durchmesser, die einfach riesig waren. Wow. Und die waren als Zwillingsreifen an 2 Achsen befestigt. Oha. Das Fahrzeug dazwischen war nicht besonders groß. Das heißt, du hast im Grunde 8 gigantische Räder und dazwischen einen Fahrstand im Endeffekt. Und in jeder Radnabe ist natürlich wieder ein Elektromotor und das Ganze wird von einem Allison V1710 Generator angetrieben oder verstromt, der auf Butan läuft. Das Fahrzeug hat eine so große Radfläche je Kilogramm, dass es geradezu auf jeder Oberfläche schwimmt. Ja, und das ist halt ideal für Tundra, für Eis, für Schnee. Denn das ist egal, wie matschig das Ding hat einfach Auftrieb, das ist so riesig, das kommt überall durch. Solange du nicht irgendwie wirklich einen Stein davor stellst, fährt das Ding da durch. Wahnsinn. Und im Juni 1954 war der Snow Buggy fertig und wurde zum Test nach Grönland verfrachtet. Aber es war am Logistikprojekt der Dewline nicht nur die Treadcom beteiligt, sondern auch Alaska Freight Lines aus Seattle, wie wir schon wussten. Diese wiederum hatten einen Vertrag an Western Electric vergeben, um 500 Tonnen Ausrüstung zu den Dew-Stationen in Alaska zu bringen. Western Electric hatte ebenfalls von dem Turner Train gehört und wandte sich an Lytton-Noh, um ein Gefährt für sie zu entwickeln. Am 5. Januar 1955 bestellten sie einen neuen Überlandzug, nämlich den VC22 Snow Freighter. Die Anforderungsliste sah so aus. Das Gefährt, bestehend aus einer Lokomotive und 6 Wagen, musste 150 Tonnen laden können, Flüsse bis zu einer Tiefe von 1,20 Meter durchfahren können, durch tiefe Schneeverwehungen fahren können und bei Temperaturen bis minus 55 Grad Celsius zuverlässig arbeiten können. Oh, das ist so verdammt kalt. Oh ja. Der Strom für die 4 Motoren der Lok und jeweils die 4 Motoren der 6 Wagen wurde von einem Cummins NVH 12-Zylinder mit 400 PS erzeugt. Die Gesamtlänge dieses Lindwurms betrug 84 Meter. Boah. Das Gefährt konnte fast komplett aus schon entwickelten Teilen gebaut werden, die hauptsächlich aus dem Projekt der 6-rädrigen Fahrzeuge stammten. Und dadurch konnte unglaublich viel Zeit gespart werden. Ja, wir gucken nochmal ein kurzes Stück zurück. Am 5. Januar 1955 haben die das Ding bestellt. Mhm. Was glaubst du, wann das Ding ausgeliefert worden ist? Im August des gleichen Jahres. Aus der Fabrik rollte es am 17. Februar. Ah. Und danach musste es noch lackiert werden und wurde dann am 21. Februar nach Alaska verschifft. Das sind ja gerade mal 1,5 Monate. Ja. Der Lytton-Noh hat einfach keine Gefangenen gemacht. Der hat einfach das Ding gehabt, wenn ich irgendwas baue, baue ich das. Ich habe schließlich eine Fabrik. Nicht schlecht. Die komplette Saison 1955 leistete der VC22 saubere Arbeit und transportierte sehr viel Material. Aber in der zweiten Saison kam es in Kanada zu einem Feuer in der Lok, das den Antriebsmotor zerstörte.
Das Feuer ist dabei ganz, ganz klipp und klar auf menschliches Versagen zurückzuführen. Okay. Denn du hattest natürlich eine Crew da drin. Du hast nicht einfach einen Fahrer gehabt, das wäre Blödsinn gewesen. Du hast ein relativ großes Fahrerhaus gehabt und du hast dann zwei, drei Leute da drin gehabt. Mhm. Und an Bord war halt ein Ingenieur, ein Pilot und ein Koch. Und zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, saß der Koch am Steuer. Und der war derjenige, der am wenigsten Erfahrung mit Fahrzeugen hatte und auch am wenigsten Erfahrung mit der Pilotierung dieses Snow Freighters. Und als er dann auf einen relativ steilen Hügel gefahren ist, hat er das nicht so gemacht, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Hat das Ganze zu steil angefahren. Ist dann ins Rutschen gekommen mit dem Fahrzeug, wodurch das Fahrzeug angefangen hat, sich zu falten an den Stellen zwischen den Wagen. Dadurch ist an der Verbindungsstelle zwischen Lok und dem ersten Waggon ein Starkstromkabel in die Mechanik gekommen, ist dann zerquetscht worden und hat ein Feuer gestartet. Mhm. Und das Feuer hat sich dann bis zum Treibstofftank fortgefressen und dann ist das Ding halt so ausgebrannt, dass du es erstmal so nicht mal auf die Schnelle reparieren konntest. Mhm. So wurde der VC-22 zurück nach Alaska geschleppt. Da Ende 1956, das ist ja die Saison, in der wir jetzt sind, der Vertrag mit Western Electric auslief, wurde das Fahrzeug nicht repariert. Noch heute steht der Überlandzug außerhalb von Fairbanks, Alaska, in der Nähe des Steese Highway. Oh, wow. Ja? Und lustigerweise, den Steese Highway hat auch Letourneau gebaut. Wow. Also der steht da doch irgendwo, aber er ist wahrscheinlich zumindest nicht am Meeresgrund, wie wahrscheinlich der Arctic Nein, Snow Cruiser. Den kannst du tatsächlich, der Antarctic Snow Cruiser. Ja, du kannst ihn tatsächlich sehen, du kannst ihn sogar bei Google Maps sehen. Cool. Also der ist ja nicht so klein und der passt auch farblich halt sonst nicht in die Werke, in die Landschaft. Dementsprechend, den kann man finden. In der Zwischenzeit entwickelte Letourneau eine erweiterte Version des VC-22. Warum auch nicht? Ja, und zwar hatte die einen stärkeren Motor und die Waggons oder die Wagen hatten jetzt Seitkippvorrichtungen. Und dieses Fahrzeug sollte in der Bauindustrie oder im Tagebau zum Einsatz kommen. Da es aber als Baufahrzeug nutzbar war, konnte er es nicht an den Markt bringen, da er vertraglich zu diesem Zeitpunkt davon ausgeschlossen war, Baugeräte zu verkaufen. Und somit ist das Ding zwar entwickelt worden, aber nicht auf den Markt gekommen. Die Geschichte der Überlandzüge endet aber noch nicht. Die US Army war von den Leistungen des Snow Buggies absolut beeindruckt, weil das Ding war so verrückt und so großartig. Es hat einfach so gut funktioniert und du hast diese Tatsache gehabt, dass du einen Erfinder hattest, der total von sich selber überzeugt war und auch genau das abgeliefert hat, was er gesagt hat, was er liefern würde. Und somit haben sie sich überlegt, wenn man jetzt den Snow Buggy mit dem Turner Train kreuzen könnte, das wäre was. Und heraus kam dann der YS-1 Army Snow Train, den die Army unter einem eigenen Namen nutzte, nämlich Logistics Cargo Carrier oder kurz LCC-1. Das Gefährt entstand eben wie der Turner Train erstmal aus der Tatsache, dass du große Räder nimmst und große Räder hattest du am Snow Buggy und die hast du vom Snow Buggy genommen, hattest jetzt diese 3 Meter großen Räder, die du seitwärts dann an die Wagen gebaut hast. Zuvor bei dem VC-12 war das noch so, dass, oder auch dem 22, dass die Räder noch unter den Wagen waren und hast jetzt also diese riesigen Snow Buggy Räder gehabt, hast es auch nur noch eins pro Achse, pro Achsenseite genommen und hast letztendlich die Lok und 3 Wagen und damit kommst du auf 16 angetriebene Räder, also Series Allrad mit riesigen Rädern und einer Lastkapazität von erstmal 45 Tonnen. Ja, aber trotzdem, 45 Tonnen ist schon, ich meine, auch das ist viel Material. Also es klingt jetzt natürlich wieder weniger im Vergleich zu vorhin, aber das sind immer noch 45.000 Kilo Dinge. Exakt. Und die Lok hatte jetzt ein zweiteiliges Design mit einer Knickachse in der Mitte. Womit wir dann wieder bei dem Scraper waren, den er entwickelt hatte, wo er auch schon diese Lenkung entwickelt hat, wo du einfach ein Gelenk in der Mitte des Fahrzeugs hast. Das hat er hier halt wieder übernommen. Im vorderen Teil des Fahrzeugs war der Führerstand und im hinteren ein 600 PS Diesel. Nach einigen Tests an der Fabrik wurde das Fahrzeug im März 1956 ausgeliefert. Im Schnee wurde das Gerät auf den Treadcom Proving Grounds in Michigan geprüft und dort auch von der Armee abgenommen und übernommen. Danach ging es ab nach Grönland. Der Überlandzug erfüllte seinen Dienst bis 1962. Letztendlich wurde er durch eine neue technische Innovation ersetzt. Es war einfach irgendwann Logisch. Der Punkt, wo du das Ding hast von, es gibt irgendwann was Besseres. Mhm. Was aber brillant ist an diesem Gerät ist, er ist niemals in seinem eigenen Feld geschlagen worden. Denn das, was ihn ersetzen sollte, fährt nicht. Das, was ihn ersetzt hat, war der Sikorsky S-64 Skycrane. Das ist ein absolut ikonischer Frachthubschrauber,
der ab 1962 verfügbar war. Das ist das Ding, das haben bestimmt schon mal alle gesehen, wo du das Gefühl hast, von da fehlt was im Hubschrauber. Du hast irgendwie das Cockpit und hast du nur eine schmale Traverse, wo oben drauf der Rote sitzt und hinten noch ein bisschen Rest vom Hubschrauber. Mhm. Und dieser Hubschrauber kann mehr als 9 Tonnen tragen. Das ist auch schon viel für einen Hubschrauber. Selbstverständlich. Und damit hast du einfach die Tatsache, der ist natürlich enorm viel schneller. Der kann so, wenn er richtig vollgeladen ist, immer noch über 100 km/h bringen. Mhm. Und ist natürlich noch wesentlich unabhängiger von irgendwelchen Hindernissen. Dementsprechend, wenn die Stationen erstmal gebaut sind, was sie ja auch waren, musst du ja nur noch Versorgungsflüge dahin machen. Und dann ist 9 Tonnen absolut eine Macht. Absolut. Ja, da wirst du wahrscheinlich in einem Flug sogar mehrere Stationen gleich mit Essen und Wasser und so weiter versorgen können. Weißt du, wie viele Leute in so einer Station waren, um die zu besetzen? Nee, das habe ich tatsächlich nicht erforscht. Ich schätze mal, wenn das jetzt nicht irgendwie Hundertschaften von Leuten sind, dann kannst du mit 9 Tonnen ich wirklich tippe mal diverse. Auch so wie ein Dutzend. Ja, aber dann kannst du ja mit 9 Tonnen schon, da du das ja auch regelmäßig machst, schon einige Leute mit Essen versorgen, auch für einige Zeit. Ja, ich schätze mal, dass sie mehr oder weniger wahrscheinlich wirklich sowas wie 4,5 Tonnen, also das ist meinetwegen 2 von den Sachen, auf einmal befüllst. Das machst du aber nur einmal im Sommer und dann gehst du das nächste Jahr wieder hin. Ja. Oder du machst halt wirklich relativ regelmäßig Sachen, wo du mal was Frisches hinschickst, aber wahrscheinlich, so wie ich die Army einschätze, haben die eher das Ding gehabt von wir bringen einmal im Jahr neue Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall, das war halt das Ende des nützlichen Dienstes dieses Fahrzeuges. Aber ein letztes Kapitel hat die Geschichte dieser unglaublichen Gefährte tatsächlich noch. Oha, was hat er noch gerissen damit? Ja, nachdem der LCC-1 1958 ja so hervorragend gearbeitet hatte, bestellte die Army noch eine weitere, größere Version, den Mark II oder mit vollem Namen TC-497 Overland Train Mark II. Super, Mark II ist auch schön. Also entweder TC-497 Overland Train Mark II oder halt eben den TC-497 Überlandzug, zweite Version. Grundlegend basierte er auf dem LCC-1, war aber natürlich an vielen Stellen stark verbessert. Sonst hätte sich auch nicht gelohnt. Die erste Verbesserung war, wir hatten bisher einen 600 PS Motor, der auch gut funktioniert hat, weil er im Endeffekt nur Strom erzeugt. Das ist schon, damit kannst du schon recht effizient Strom erzeugen mit 600 PS. Jetzt kamen 4 Gasturbinen zum Einsatz. Denn Gasturbinen sind für ihr Leistungsgewicht viel, viel leichter und kleiner. Mhm. Ja, und es sind nicht nur 4, sondern auch die Leistung pro Gasturbine war deutlich höher als bei dem Diesel. Das ist nämlich 4 mal 1170 PS. Oh. Und je eine Gasturbine befand sich im ersten, also in der Lok. Dann gab es eine weitere im letzten Wagen und 2 weitere, die über die Länge des Zuges verteilt waren. Denn die Länge des Zuges war variabel. Okay. Die Wagen wurden jetzt aus Aluminium gebaut und dadurch wurden sie erheblich leichter. Mhm. Die Anzahl der Wagen war, wie gesagt, variabel und das wiederum war nur möglich, weil Letourneau ein weiteres Problem gelöst hatte, dass die Nutzbarkeit eines langen Zuges bisher unglaublich schwierig gemacht hat. Das ist etwas, wo wir noch gar nicht jetzt darüber gesprochen haben. Das ist nämlich das Erste, was einem auffällt, wenn man länger sich das Ganze anguckt und sich überlegt, wie verhält sich so ein Ding jetzt eigentlich, wenn ich sehe, da vorne ist ein Berg und ich muss da jetzt drumherum fahren. Wenn du eine Kurve um den Berg fahren musst, hast du das Problem, dass der Zug immer probiert, den Lenkwinkel über alle Gelenke gleichmäßig zu verteilen. Mhm. Das heißt, je länger du um die Kurve fährst, desto länger wird der Bogen. Dadurch verschiebst du quasi den Kurvenscheitel, den das Fahrzeug fährt, die ganze Zeit. Und das bedeutet, wenn du um etwas drumherum möchtest und nicht mit dem Zug dran vorbeischrappen möchtest, musst du ziemlich weit ausholen. Das musst du echt können. Das ist eine Sache, wo du Erfahrung für brauchst, um das Ding zu fahren. Und was bis jetzt halt die Länge der Geräte halt immer stark eingeschränkt hat. Und das überhaupt eigentlich nur möglich war, weil du eben, wenn du da oben fährst, wo keine Straßen sind und so weiter, ja relativ viel Platz hast. Du kannst dir einfach die Route suchen, wo du genug Platz hast und es einfach brutal weit ausfahren. Ja. Willst du das Ding aber irgendwo in der Nähe von Zivilisation benutzen, muss das Ding besser lenkbar werden. Und das ist etwas, was er tatsächlich gelöst hat. Denn was er gemacht hat, ist, als erstes erhält jetzt jeder einzelne der Wagen eine Lenkachse. Bisher waren die Wagen an sich starrachsig. Und gleichzeitig erfand er ein System, das absolut großartig ist, was wirklich nur elektrisch und mechanisch funktioniert hat, weil einfach die Computertechnik noch nicht in so klein verfügbar war. Nämlich die Tatsache, dass jedes Fahrzeug an der Stelle, wo die Lok eine Lenkbewegung gemacht hat, dieselbe Lenkbewegung macht. Mhm. Das bedeutet, du kannst jetzt mit dem Fahrzeug tatsächlich rechtwinklig abbiegen.
Du könntest auf einer größeren Straße fahren mit dem Ding, weil das tatsächlich um die Kurve kommt. Und es gibt auch Fotos und Aufnahmen davon, wo du siehst, wie die das ausprobieren, wo du halt wirklich erstmal siehst, dass die anfangen, einen Kreis zu fahren, das Ding schön gemütlich immer in denselben Kreis gefahren ist, dann S-Kurven zu fahren, dass es sich schlängelt und dann irgendwann, wo du siehst, okay, jetzt sind 90-Grad-Abbiegungen drin, wo halt eben dann schon das vorderste Stück des Landzuges wieder gerade ausfährt, während das hintere noch vor der von dem ersten Knick ist. Wow. Die Lok dieses neuen Fahrzeuges war ein absoluter Koloss. Mit über 9 Metern Höhe. Oh, 9 Meter Höhe? Ja, und 3 lenkbaren Achsen. Oh, 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 oh. Durch den Einbau der 4 kleinen Turbinen in dem ganzen Zug war jetzt auch vorne in dem Loksegment halt noch mehr Platz als je zuvor. Und dementsprechend konnte jetzt ein komplettes Quartier für eine 6-Mann-Crew da reingebaut werden, inklusive Dusche und Kocheinrichtung. Oh, wow. Und auch wenn die Länge des Zuges bei diesem Konzept im Endeffekt fast unendlich verlängerbar gewesen wäre, weil du ja immer wieder ein Triebfahrzeug dazwischen packen konntest. Beziehungsweise Antrieb hast du ja sowieso an jedem Fahrzeug. Ja. Du musst ja nur so und so viele Motoren haben für die Gesamttonnage, die du bewegen möchtest. Und das kannst du ja ausrechnen oder einfach ausprobieren. Und trotzdem musste ja erstmal ein Testfahrzeug gebaut werden. Und dieses Testfahrzeug hält bis heute den Weltrekord für Offroad-Fahrzeuge mit einer Länge von 175 Metern. 175 Meter Länge. Exakt. Für einen Offroad-Zug, der auch noch richtig Material mitnehmen kann. Ja, und es gibt Bilder, die sind absolut unglaublich. Du siehst dieses Ding und das Ding sieht schon unfassbar aus, weil man einfach nicht gewohnt ist, einen Zug zu sehen, der irgendwo in der Wüste steht, ohne Gleise. Und dann realisierst du, dass neben den Reifen 2 Soldaten stehen auf einem Motorroller. Und die hat noch nicht mal mit dem Kopf bis zu der Mittelhöhe der Reifen geht, weil die Reifen 3 Meter hoch sind. Oh Mann, oh Mann. Das Ding ist ein absolutes Monstrum und du hast auch wirklich dieses Gefühl von, ja, irgendwelche kleineren Hindernisse nimmt das Ding nicht mal wahr. Mhm. Ja, und das Ding ist so, wenn das erste Segment drüber gekommen ist, kommt der Rest offensichtlich auch drüber. Das ja, ist alles Wahnsinn. Gar kein Problem. Ja, wie gesagt, 175 Meter mit 12 Anhängern. Und diese 12 Anhänger hatten dann inklusive Lok insgesamt 54 Radnabenmotoren. Boah. Massive Power. Und konnten voll beladen 150 Tonnen Fracht bewegen. Boah. Mit einer Geschwindigkeit von 35 km/h. Wow. Ja, und das klingt jetzt so unglaublich wenig. Nee, querfeld ja. Einfach irgendwo. Exakt. Ist 35 km/h wahnsinnig ja, schnell. Wenn man sich überlegt, das ist ja 35 Kilometer in der Stunde. Das heißt, das Ding hat immer noch eine sehr ordentliche Tagesreichweite. Absolut. Wow. Ja. Und wenn es dann voll beladen war mit 150 Tonnen, hat das ganze Ding eine Gesamttonnage von 450 Tonnen Gewicht. Wahnsinn. Das heißt, du hast 450 Tonnen Lindwurm aus Stahl auf diesen Riesenrädern, was mit 35 km/h durch die Wüste brettert. Wahnsinn. Die Reichweite mit einer Treibstoffladung war dabei mindestens 550 Kilometer. Das heißt, das Ding war noch ungefähr so ausgelegt, dass du quasi nur einmal am Tag tanken musst. Mhm, cool. Technische Goodies waren zusätzlich ein Kran an dem Lokomotivfahrzeug und ein Radarsystem. Die Army übernahm ihren MK2 1962 und begann dann das Projekt Otter. Das steht für Overland Train Terrain Evaluation Research. Das ist so schön, die US-Army muss immer irgendwelche Abkürzungen bauen. Projektname Otter. Letztendlich wurde diesem Projekt aber ebenfalls der Frachthelikopter zum Verhängnis, mhm. weil du einfach irgendwann genug von den Dingern hattest, sodass du sehr schnell Material von A nach B verlegen konntest. 1969 wurde der Zug verkauft. Die Wagen wurden verschrottet, aber die Lok wurde zum Glück bewahrt und steht heute noch vor dem Yuma Proving Ground in Yuma, Arizona, also dem Testzentrum von der Army. Die haben das da stehen gelassen, das Gerät. Das ist bis heute zu sehen. Es ist auch so, dass die das Triebwerk ausgebaut haben, aber alles andere an Inneneinrichtung ist noch drin, so wie es original war. Wow, cool. Der Erfinder Robert Gilmore Letourneau gilt bis heute als einer der bedeutendsten Ingenieure für Großfahrzeuge. Und das ist tatsächlich so, dass man viele der Ansätze von ihm heute noch sieht. Seine Firma hat es noch lange gegeben, auch wenn es immer finanzielle Probleme gab und den verkauft wurde, ist der Name Letourneau und so die DNA dieser ganzen Vorentwicklung trotzdem lange erhalten geblieben. Das ist zum Beispiel auch die Firma, die diese gigantischen Muldenkipper revolutioniert hat, mhm. die heutzutage in Minen auf der ganzen Welt fahren. Ja. Ja, da steht zwar heute Caterpillar drauf, aber die Technik ist genau das, was er gebaut hat. Einfach, du hast einen großen Motor, der vorne quer eingebaut ist und alle 4 Räder sind durch einen Radnabenmotor dieselelektrisch betrieben, wodurch du die Mulde halt viel tiefer machen kannst, viel mehr bewegen kannst mit den Dingen. Ja, und bei der Größe ist es halt echt die Sache, wenn du dir überlegst, du hast einen mechanisch übersetzten Antrieb vom Motor zu den Rädern.
was das für Geräte, was das halt für Teile sind, für Metallteile, die du brauchst, die irgendwann mit Sicherheit auch mal kaputt gehen, die du vielleicht mal austauschen solltest, aber eigentlich dann auch schon wieder wahrscheinlich gar nicht auch richtig austauschen kannst. Und es ist wirklich, also es ist schon ein Meilenstein gewesen. Und seine Genialität siehst du zum Beispiel auch daran, dass er einen Riesenradlader entwickelt hat, der zwar nicht mehr zu seiner Lebenszeit gebaut wurde, aber der dann, als er gebaut wurde, bis 2013 der größte Radlader der Welt war. Wahnsinn. Ja, und bis heute findest du Lithonor-Geräte in Minen. Du findest aber auch sehr viel Lithonor-Material in der Ölindustrie. Mhm. Ja, denn er hat alles Mögliche gebaut. Er hat auch transportable Ölbohrgeräte für den Landbetrieb gebaut. Er hat unendlich viele Spezialfahrzeuge für den Bau gebaut, weil er im Grunde immer, wenn eine Baustelle besondere Probleme hatte, einfach ein Baugerät gebaut hat, das es genau einmal gab. Das genau für diese Baustelle den Zweck erfüllt hat, weil er einfach diese Denke hatte von, ist es überhaupt gar kein Problem, eben ein neues Fahrzeug herzustellen. Ich nehme die Front von dem Fahrzeug, ich nehme das Heck von dem Fahrzeug, dazwischen müssen wir das und das bauen, liefere ich die in 4 Wochen. Ja, und wir reden da von einem Fahrzeug, wo halt einer neben steht und du siehst den Menschen kaum auf der Karte, weil das Ding riesig ist. Ja, es ist wirklich spannend, sich das mal anzugucken, was dieser Mann gebaut hat, weil das sind Geräte, wo du einfach denkst, das ist völliger Spinnkram, das hat er nicht gebaut oder das ist ein Prototyp, der nie benutzt wurde. Und du feststellst, nein, das war einfach eine geniale Lösung für eine vollkommen seltene Aufgabe. Und sowas würdest du heute nicht mehr haben. Es wäre immer unökonomisch, eine neue Maschine dafür zu entwickeln. Und es gibt noch einen kleinen Fun Fact. Es gibt nämlich noch etwas, das er niemals gedacht hätte, was da passiert ist. Und zwar habt ihr alle schon mal von Monster Trucks gehört. Und unter diesen Monster Trucks gibt es ein Fahrzeug, das ist eine echte Legende. Das kennt jeder Monster Truck Fan. Ja? Ich habe eine Idee. Du sprichst jetzt vom Gravedigger. Nein, auch früher. Verdammt. Noch früher. Vom Bigfoot. Ah. Der große blaue. Mhm. Und wie bei ganz, ganz, ganz vielen Monster Trucks gab es da auch verschiedene Versionen. Ja? Denn bis zum Bigfoot 4 war die Reifengröße ungefähr die Reifengröße eines größeren Traktors. Ja, und das auch noch ein größerer Traktor aus den 80ern, also gar nicht mal so groß, sagen wir mal mannshoch. Mhm. Ja, der Erfinder dieses Bigfoots hatte aber von Anfang an immer das Ding von, ich habe den größten Monster Truck. Und er hat immer nach Möglichkeiten gesucht, seinen Monster Truck noch größer zu bauen. Und dann kam es zu Bigfoot 5. Und Bigfoot 5 ist ein absoluter Meilenstein unter den Monster Trucks geworden. Das hat vorher noch keiner gesehen, sowas, denn er hat 2002 den Guinness-Buch-Eintrag für den höchsten, den breitesten und den schwersten Monster-Truck aller Zeiten bekommen. Und dieser ikonische Pickup-Truck fährt auf 4 Rädern des TC-497 Overland Train Mark II. Oh, Wahnsinn. Ja, und das ist tatsächlich eine Sache, wo auch der Konstrukteur irgendwie erst ein Jahr später drauf gekommen ist, wo diese Räder herkommen. Denn er hat die in Seattle auf einem Schrottplatz gefunden und für $1,000 alle 4 gekauft. Oh, wow. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass Firestone damals die Räder für dieses Fahrzeug gebaut hat, aber danach nie wieder gebaut hat. Ja, es war das Ding, das sind die originalen Gummis auch. Das ist so gut gebaut worden, weil es damals für einen militärischen Bedarf gebaut wurde, dass der bis heute auf der Bereifung dieses Overland Trains fährt. Wahnsinn, mega, mega cool. Ja, das ist meine Geschichte der Überlandzüge. Überlandzüge und von einem mal wieder sehr, sehr cleveren Erfinder. Ich fand das recht witzig, weil ich habe es nicht darauf angelegt, schon wieder die Geschichte eines Ingenieurs zu erzählen. Es passiert mir einfach, weil ich mich immer wieder für Dinge interessiere, die halt komplett merkwürdig sind, die aber trotzdem kein Blödsinn sind. Diese Züge sind ja auf den ersten Blick, sieht's lächerlich aus. Sowas siehst du heute nicht mehr, also denkst du, das hat nie einen Sinn ergeben. Ja? Ja, aber zu der Zeit hat das einen kompletten Sinn ergeben. Du musst ja den zeitlichen Kontext eben da anders sehen. Heute würdest du das nicht mehr so tun. Du würdest auch gedanklich bei, ich muss viel Material in irgendwohin transportieren, nicht auf die Idee kommen, lass uns mal jetzt einen eisfähigen Überlandzug bauen. Nein, du würdest wahrscheinlich immer auf die Fluglösung gehen. Denn das ist halt das, was du heute tun kannst. Du hast heute ja noch Möglichkeiten, auch noch mehr Tonnen zu bewegen in durch die Luft. Aber du würdest halt auf keinen Fall auf die Idee kommen, dafür jetzt ein Spezialfahrzeug, das du auch nur einmal brauchst für die Aufgabe, letztendlich zu konstruieren. Und deswegen, ich bin letztendlich wirklich über den Snowcruiser auf die Overland Trains gekommen,
weil das so die nächste Evolutionsstufe im Grunde ist. Danach kommt dann auch leider nichts mehr, was ich da noch an schönen Fahrzeugen aus dieser Linie gesehen habe. Ja, aber dann wirst du als nächstes irgendwas finden aus dem Jahr 1800 irgendwas und wirst sagen, ich habe ja mit der Folge im Jahr 1830 angefangen und jetzt komme ich zu der vierten Ausbaustufe aus dem Jahr 1980 von dem ganzen Ding, was auch immer es dann ist. Mega coole Geschichte auf jeden Fall. Ich meine, ich fand ja schon den Antarctic Snow Cruiser wirklich cool, obwohl ich jetzt, wo ich mich wieder dran erinnere, so auch in der Folge genauso wie heute immer noch nicht über die Bereifung hinwegkomme. Ja. Da werde ich auch nicht drüber hinwegkommen. Also das wird in meinem Kopf einfach nie wieder zu irgendetwas Sinnvollem führen. Es wurde vor allen Dingen gelernt. Dieser erste Zug, also der noch die kleinen Räder hatte, der hatte Räder, die aussehen wie Traktorreifen, also richtig tiefe Profile drin. Mhm. Und bei den beiden großen Varianten sah es so aus, dass die halt Rippen drin haben. Mhm. Auch relativ tiefe. Du siehst aber sogar in den Felgen Haken, woran du riesen Schneeketten befestigen kannst. Das heißt, er hat an beides gedacht. Du konntest mit dem Ding erstmal fahren, wenn der Schnee halt einfach so doof war, dass er die Rillen komplett verstopft hatte, was ja der Grund war, warum man gleich auf die Rillen verzichtet hat beim Snowcruiser, konntest du hier halt super Schneeketten draufziehen, wodurch du dann zwar die Geschwindigkeit reduziert hast, aber auf jeden Fall vorwärts gekommen bist. Ja. Denn das ist ja auch noch dieses Ding, bei so vielen angetriebenen Radpaaren ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausreichend viele greifen, um das Fahrzeug weiter fortzubewegen, sehr hoch. Ja. Ja, und gleichzeitig hast du durch diese Zugkonfiguration auch eine sehr gute Lastverteilung. Ja, die Dinger musst ihr euch so vorstellen, dass du im Grunde kurze Tieflader immer hast, die dann die Räder haben. Das heißt, du hast immer das Frachtgewicht in der Mitte und das mechanische Gewicht an den beiden Enden, wodurch jeder Wagen selber nochmal sehr gut ausbalanciert ist. Sehr cool. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Mega coole Geschichte, danke dir. Yay. Ja, ich hoffe, euch hat das da draußen auch gut gefallen. Mal wieder so ein bisschen Technik um die Ohren gehauen zu bekommen. Guckt euch das Ding an. Ich packe euch wieder Infos in die Shownotes. Beschäftigt euch mal mit dem Letourneau. Faszinierender Typ. Guckt euch mal so ein paar Baumaschinen an, die ihr noch nie gesehen habt und nie wieder sehen werdet. Und ja, ansonsten schult eure Neugier, findet interessante Sachen raus. Es kann auf jeden Fall. Ja, und in einer Woche bin ich dann schon wieder dran und hoffe, dass ich dann irgendwas gefunden habe, was ich euch Spannendes erzählen kann. Weil das Schlimme ist, wir sind jetzt nur eine Woche davon entfernt und ich habe die endgültige Themenauswahl noch nicht gemacht. Ich weiß noch nicht, welches von den zwei Themen, die jetzt in der finalen Auswahl für mich sind, welches dann nächste Woche kommt. Also es ist selbst für mich jetzt noch spannend. Ja, und für die 25 muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt schnell ein Buch durchlese, das ich endlich bekommen habe. Das wäre nämlich eigentlich die erste meiner Folgen für diesen Podcast gewesen. Und ich habe lange gebraucht, um das Buch aus England zu bekommen. Es ist jetzt letztendlich da und ich werde es jetzt lesen müssen und euch in zwei Wochen dann berichten, welche wundersame Geschichte sich dort zwischen den Buchdeckeln verbirgt. Sehr schön, da bin ich gespannt drauf. Ja, wenn ihr auch Spaß hattet, mal wieder an großen, großen Fahrzeugen, genauso wie ich auch, dann lasst es den Chris wissen. Schreibt ihm, schreibt uns. Einfach in den sozialen Medien, sucht einfach nach Wissensreisende und dann findet ihr uns. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Wissensreisende.